So, einmal Applaus für Johannes. Du möchtest gerne was sagen zur gewaltfreien Kommunikation. Oh Mann, das war ein Piepen. Immer noch keine Manipulation, sondern Kommunikation. Nee, diesmal richtig. Ja, hallo. Ja, wenn ich mir so überlege, was kommt nach den Mahnwachen? Was kommt danach? Ja, Frieden. Und wie wird der Frieden aussehen? Und da habe ich mir Gedanken gemacht und da ich noch keine Klarheit drüber habe, jetzt mal meine Idee dazu. Also ich bin der Meinung, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt machen, dass wir dann keinen Weltfrieden erreichen werden, da meiner Ansicht nach die Tiefe fehlt. Das wahrhaftige Verständnis eines jeden Einzelnen für sich selbst und auch füreinander. Und das muss auch fehlen, denn es fehlt bei uns allen, wir haben es in der Schule nie gelernt. Mathe war ja wichtiger, als Gefühle zu fühlen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und das zu äußern. Vor allem und ganz besonders wichtig ist es, dass wir selbst sind und aus dem Sein heraus was Neues schaffen und was Neues erreichen können. Gerade lese ich ein Buch von Kurt Tepperwein und da heißt der Titel schon Erfolgreich sein. Und die Worte werden immer größer. Also das Wort Erfolg ist noch das kleinste, dann kommt Reich und das größte Wort ist das Wort Sein. Denn alles entspringt aus dem Sein heraus. Wir müssen es sein. Es kommt darauf an, dass ich meine Gefühle zum Ausdruck bringe, meine Bedürfnisse und sage, was mir fehlt und mit anderen Menschen kommuniziere. Und auch mit anderen Menschen, wenn ich mich einem Menschen öffne und sehe, was stecken vielleicht für Bedürfnisse hinter seinem Handeln? Was braucht dieser Mensch? Erst dann öffne ich mich wirklich mein Herz für ihn und kann mich dann auch später im zweiten Schritt über Strategien austauschen, wie wir zum Besten für alle zur Erfüllung unserer aller Bedürfnisse beitragen können. Als ich mich anfing, mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen, da wusste ich überhaupt nicht, ja, was sind denn für Gefühle? Was gibt's denn überhaupt für Gefühle? Ich hatte so wenig Zugang, dass ich eine Liste brauchte, die ganz hilfreich für mich war, dass ich auf der Liste nachlesen konnte, wie es mir gerade geht, um mich darüber mitzuteilen. Ja, und falls es halt noch jemandem so gehen sollte, ich habe hinten am Stand Listen auslegen. Da steht dann auch auf der Rückseite jeweils nochmal die kompletten Bedürfnisse drauf, um die es geht. Vielleicht hat ja jemand Lust auf dieser Basis, ja, dass wir uns in Gruppen zusammenfinden auf Dauer und auch auf dieser Basis miteinander Gespräche führen. Ja, würde mich jedenfalls freuen.